Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute in diesem Video von mir werde ich euch ein What's in my Pencil Case Video drehen. Ich hatte schon mal so ein Video auf meinem Kanal gedreht, das war sogar letzten Sommer 2021 und ihr habt das wirklich sehr gefeiert. Daher gibt es ein Update hier. Das hier ist jetzt mein Mäppchen und den habe ich von Action. Den hatte ich sogar euch in einem Video gezeigt, in einem Action Haul Video von mir. Zum Vergleich vom letzten Video von mir hat sich mein Mäppchen wirklich sehr verkleinert, somit auch meine Stifte. Denn ich benutze in der Schule, besser gesagt im Unterricht, mein iPad wirklich sehr, sehr oft. Da schreibe ich wirklich alles auf und habe auch dann gemerkt, dass ich meine Stifte, besser gesagt mein ganzes Mäppchen gar nicht anfasse oder halt benutze. Dann habe ich mir überlegt, dass ich jetzt einfach nur so ein paar und die wichtigsten Stifte für mich jetzt, also die ich am meisten brauche, einfach mitnehme. Zu der Fall, dass ich jetzt eine Klassenarbeit schreiben werde, weil ich kann ja natürlich nicht auf meinem iPad die Arbeit schreiben. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne das Video von mir hier schauen. Da habe ich wirklich sehr viele Stifte für euch gezeigt. Aber da ich sie jetzt nicht mehr so brauche, die werden jetzt auf jeden Fall auf meinem Schreibtisch kommen, habe ich jetzt nur die wichtigsten für mich genommen und die werdet ihr jetzt auch sehen. Also so sieht das Mäppchen aus und den habe ich von Action, wie ich es auch davor gesagt habe. Also hier sind die Farben auch holographisch und das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ich hatte schon längst keine Schere in meinem Mäppchen drin. Seit kurzem haben wir für Mathe gebraucht, daher habe ich das irgendwie jetzt auch. Und natürlich ein Geodreieck, das brauche ich jedes Mal in Mathe vorzuzeigen, dass ich es halt habe. Und ansonsten habe ich hier drei Textmarker. Also einmal hier Neon-Gelb von Stabilo. Die habe ich auch von Action. Einmal in Baby Blue und Cozy Pink. Hier habe ich einen Bleistift von Faber-Castell. Der ist sogar mit einem Radiergummi dabei. Dann habe ich hier so einen Kugelschreiber. Der schreibt schwarz. Und hier habe ich einen Füller von Lamy. Und ich finde die Farbe auch sehr cool. Und hier habe ich so einen Tintenkiller oder Tintenlöcher. Ich weiß, dass man das überall anders nennt, aber ich nenne das halt Tintenkiller. Ich habe dann einmal hier so einen Tintenroller. Und dann habe ich so einen Kugelschreiber von Stabilo und ich kann euch nur sagen, dass ich diesen Stift wirklich sehr, sehr liebe und ich kann den wirklich an jeden empfehlen. Mit dem kann man wirklich sehr einfach schreiben und der ist absolut Lieblingsstift von mir geworden. Also den könnt ihr in Real, MacPaper und ich glaube auch in Müller finden. Dann habe ich so einen weiteren Kugelschreiber von Pelikan. Der war auch in Set und den habe ich auch von Action. Ich habe dann weitere Kugelschreiber, die habe ich auch von Action und ich fand die wirklich sehr, sehr schön. Also einmal in Rosa und einmal in Grün und ich finde die Farbenkombination mit Gold wirklich sehr, sehr schön. Und bei mir dürfen natürlich diese Fineliner von Stabilo nicht hier fehlen. Ich habe sie einmal in Rot und einmal in Schwarz. Und zuletzt habe ich natürlich ein Radiergummi. Ich glaube, den müsste ich auch von Action haben. Ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn das so war, dann würde ich mich mega über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar und für ein Abo freuen. Mit einem Abo würdet ihr nämlich zeigen, dass ihr mich auch unterstützt und das freut mich wirklich sehr. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in meinen nächsten Videos. Bis dann!